Dieser Podcast ist etwas ganz Besonderes, denn ich möchte dich einladen an einer Chakrenmeditation mit Uranus und dem Vollmond. Dies ist eine besondere Meditation, welche du vorher vielleicht noch nie so erlebt hast. Also mach dich bereit, etwas ganz Spezielles zu erleben. Die Vollmondnacht und auch die Tage vorher und nachher geben uns eine besonders intensive Energie, um uns auf unser höheres Selbst einzustimmen und uns für neue Möglichkeiten zu öffnen. Wir nutzen die Energie vom 5. Februar 2023. Und diese Meditation wird uns helfen, unsere Energien mit denen des Planeten Uranus in Einklang zu bringen und uns einen Schritt näher an die Öffnung unserer Herzen und unseres Geistes zu bringen. Lasst uns also eine Absicht für Transformation, Wachstum und neues Erwachen setzen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin Bioenergietherapeutin, Heilmedium und Buchautorin. Dieser Vollmond ist besonders stark von der Uranus-Energie geleitet, der unser Bewusstsein über die Sonne und das Unterbewusstsein über den Mond beeinflusst. Uranus ist wie der Blitz aus heiterem Himmel, der uns aufrüttelt und unseren Blick auf das richtet, was jetzt wichtig ist. Er kann uns blitzartige Erkenntnisse, Umbrüche oder neue Visionen schenken. Und oftmals erkennen wir erst viel später die tiefere Bedeutung dieser Eingaben. Deswegen schlage ich dir eine hochwirksame Chakrenübung vor, mit welcher wir die Uranus-Energie in uns integrieren können. Dies wird uns intensive Erwachens- und Erleuchtungsmomente beschreiben und unsere Kreativität stärken. So lasst uns nun beginnen. Atme das Licht der Liebe in dich hinein und atme in einem Tempo, was dir gut tut. Lass dich von deiner Seele führen und bleibe in deiner eigenen Geschwindigkeit. Lass das Licht der Liebe durch all deine Chakren fließen und dehne dich mit diesem Licht immer mehr aus, mit jedem Atemzug ein wenig mehr. Und spüre, wie die Energien in deinem Körper, deinen Zellen und in deinem Blut zu fließen beginnen und deine Ausdehnung, deine ganz persönliche Energie anhebt. Nimm einen tiefen Atemzug und versuche dich vollkommen diesen Energien hinzugeben, um dein tatsächliches Ich Bin jetzt zu fühlen. Dehne nun dein Herzchakra so weit aus, dass es deinen Körper vollkommen umhüllt und lass die Energien weiter fließen. Erlaube dir, alles zuzulassen, was jetzt passiert. Erde dich aber ganz bewusst auf allen Ebenen und lass ausgehend von deinen Füßen Wurzeln in die Erde hineinwachsen. Fühle dabei die Liebe von Mutter Erde in deinem Herzen und verbinde dich mit ihr. Dann öffne dein Kronenchakra mit deinem Fokus und deiner Liebe. Sei bereit für das, was jetzt geschieht. Rufe mit deinem Geist und deiner Absicht die Energie des Uranus an und bitte die Energie, dich zu führen und dir zu helfen, zu dir selbst zu erwachen. Bitte die Energien, dir Einsichten darüber zu geben,
was jetzt für dich wichtig ist. Erlaube den Energien einfach zu fließen und sich ihren Weg in deinem System zu suchen. Und wenn das Uranuslicht dein Herzchakra erreicht, konzentriere dich darauf und lass die Energie frei von deinem Herzen in deinen Körper durch jedes Chakra fließen. Stell dir vor, wie die Energie des Uranus bei jedem tiefen Atemzug in deine Chakren fließt. Spüre diese Energie. Erlebe diese Energie und lass sie frei in dir fließen. Visualisiere, wie diese Energie neue Ideen, Einsichten und Visionen in dir hervorbringt, die alles in dir verändern mögen. Nimm dir Zeit, die Kraft dieses goldenen Moments, der Vollmondenergie und des Uranus zu fühlen und zu genießen. Mit der Zeit werden Bilder oder Impulse in deinem Geist erscheinen. Lass all dies zu, denn es sind Geschenke der Wirklichkeit, die dich jetzt erreichen. Nimm dir dazu so viel Zeit, wie du möchtest. Denn du bist jetzt mit der universellen, vollkommenen Liebe verbunden und die kosmische Weisheit fließt in dich hinein. Und genau jetzt, in diesen Momenten, ist alles möglich, was vorher unmöglich erschien. Also lass es ruhig zu. Dies sind die goldenen Momente. Und du spürst die Einheit in dir, deine Zugehörigkeit zu Gottes Liebe, zur Milchstraße, zur Erde, zu deinen Lieben. Du fühlst dich frei und alles, was wichtig ist, darf jetzt in diesem Moment geschehen. Glaube auch an die Bilder, die du bekommst oder die Impulse, denn es ist die Seele, welche jetzt zu dir spricht. Die Uranus-Energie öffnet neue Felder in deiner Seele, die du vorher noch nicht beschritten hast. So trau dir ruhig zu, dort einmal hineinzuschauen und wahrzunehmen, welche Geschenke dort auf dich warten. Und dann nach einer Weile, wenn du den Impuls verspürst und du dich vollkommen beschenkt fühlst, danke Uranus für seine Energie und Führung. Danke der Vollmondenergie für die Impulse und die Liebe. Und dann gehe über deinen Herzensraum mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Körper zurück. Und am besten erdest du dich jetzt noch einmal, indem du wieder Wurzeln aus deinen Füßen entstehen lässt
und dich mit der Liebe von Mutter Erde verbindest. Nimm dir nun etwas Zeit, um über das nachzudenken, was während der intensiven Verbindung zu Uranus und dem Vollmond passiert ist, und lass die Bilder noch einmal vor deinem dritten Auge erscheinen. Mögest du neue Klarheit, Einsicht und Freude erreicht haben. Genieße diesen Moment des Wachstums und der Erneuerung, der Erleuchtung, des Erwachens. Ich wünsche dir den Segen von Smarana für diesen besonderen Moment, den du jetzt in deinen Alltag mit hineinnehmen kannst. Und ich wünsche dir auch ganz viel Freude mit den neuen Energien. Und gerne kannst du mir deine Erfahrungen in den Kommentaren schreiben. Auch kannst du jederzeit, ab jetzt, ab heute, diese Meditation wiederholen, denn sie trägt die Energien von Uranus und dem Vollmond und sie sind immer für dich wirksam. Bitte teile diesen Podcast, damit noch mehr Menschen erfahren, wie sie die Uranus-Energie in ihren Chakren aufnehmen können. Und like das Podcast, wenn es dir gefallen hat. Abonniere meinen Kanal, damit du auch weiterhin wichtige Podcasts bekommst. Und teile dieses Video. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Deine Smarana.